super leicht anzubringen. Preis-Leistung stimmt. Ich weiß gar nicht, was habe ich bezahlt? Everyday Life. Hallo Leute. Nee. So, wir haben die Kinder jetzt geholt. Zwei davon wieder abgegeben. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Meine Mutter hat Dürüm gemacht. Mit selbstgemachtem Brot. Und dazu gibt es scharfe Jalapenos und Tomaten. Du darfst das bloß nicht anfassen, ja? Scharfe Jalapenos. Dann noch Tomaten. Richtig. Boah, die hat die Tomaten sogar gesalzen, ey. Beste. Oh, das Brot sieht ja geil aus. Ich darf das Brot an. Wie lange hast du auch Hunger? Schon oder später? Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Ey, sie hat das wie Döner gemacht. Nice woman. Okay. Die Frage ist immer, wie esse ich das? Mal gucken. Ja. Hast du reinstopfen? Das ist ja. Ich habe aber eben die Ferne angemacht. So, ich werde jetzt die Jalousien von Isila einmal befestigen. Das habe ich gestern eigentlich schon machen wollen, aber es nicht geschafft. Nix, ich rede mit der Kamera. Das ist übrigens Isilas Lampe. Voll süß. Die ist von Ikea. So wie fast 95%. Was ihr hier seht. Das Jalousien habe ich jetzt auch dran. Diese hier sind richtig, richtig gut. Also die habe ich jetzt auch bei Milan im Zimmer. Die verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Die sind von Amazon und die sind richtig, richtig gut. Also super leicht anzubringen. Preis-Leistung stimmt. Ich weiß gar nicht, was habe ich bezahlt? Oh, vielleicht 15 oder 17 für eine. Fand ich sehr, sehr gut. Die sind meist bei Aldi und Lidl gar nicht viel günstiger. Da kommen jetzt noch ihre Spitzengardinen. Die sind jetzt aber zum Kürzen einmal abgegeben. Insgesamt 4 Schlaufen. Ich muss erstmal hier Koordination. Da. War gerade ein bisschen dunkel, sorry. Aber 4 Schlaufenschals. Aus Spitze kommen da noch dran, damit es so ein bisschen romantischer aussieht einfach. Und ja, dann haben wir das hier soweit fertig. Ihre Lampe muss noch dran. Natürlich kommen an die Wände noch so ein bisschen was Kindgerechtes. Die ganzen Spielsachen und keine Ahnung was. Ich gehe jetzt mal runter und gucken, was Jacky macht. Hallo, mein Schatz. So, also mein Bett ist ja schon drüben, aber das Lattenrost ist hier noch. Das kommt morgen rüber und die Matratze auch. Da schlafen wir heute nämlich noch drauf. Ja? Wo ist denn mein Bett? Drüben. Und meine auch? Serki und Milan sind noch kurz zum Baumarkt. Die holen noch für morgen so ein paar Sachen oder für Samstag, glaube ich. Wir brauchen noch Silikon meine ich. Und so weiter. Ist ein bisschen hell, oder? Nee, geht. Ja. Wir haben es schon 17.30 Uhr und es ist noch so hell draußen. Voll gut. Ja, dieses ganze Chaos, das kommt am Samstag erst weg oder morgen schon ein Teil. Aber da haben wir ja ein paar fleißige Helfer, die uns helfen möchten. Und deswegen
stapeln wir alles quasi ins Wohnzimmer und dann von hier aus wird dann alles rübergetragen. Ja. Heute kommt Hilde. Nee, die kommt morgen. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Hab ich schon gesagt. Willst du das gucken? Ja. Ja? Jo, wollt ihr mal meine Bilderwand, wisst ihr ja noch, ne? Schaut mal, wie das aussieht. Lauter Nägel, oh mein Gott. Ja. Wir müssen natürlich in dieser Wohnung alle Löcher zuspachteln und dann nochmal drüber streichen und so. Aber da haben wir ja bis zum 1. zum Glück Zeit. Und ja, wenn alles leer ist, dann machen wir uns nochmal an die Renovierung von dieser Wohnung hier. Hallo Kian. Hallo mein Schatz. Anne. Ja, mein Schatz. Ich bin hier. Ja. Kannst du auch hier machen? Wie geht's dir, mein Schatz? Zeig mal deinen Schlumpf. Wow. Jetzt kann ich dir spielen. Natürlich darfst du damit spielen. Du kannst es auch haben, wenn du willst. Schenke ich dir. Möchtest du das haben? Kannst du in dein Zimmer stellen oder so? Hier ist eine Schlümpfe. Was machst du, Raka? Nur Faxen im Kopf. Und die Schlümpfe, die rutscht? Ja, er denkt, das ist echt eine Rutsche. Und dann steht da auch dauernd rutschen. Ist doch keine Rutsche. Das ist doch keine Rutsche. So, hallo Leute. Ich sitze jetzt hier vorm Sofa. Hier ist alles Katastrophe. Morgen geht's weiter. Morgen tragen wir wieder ganz, ganz viel rüber. Wir gucken jetzt gerade Frauentausch, Zeki und ich, und dann gehen wir auch schlafen. Also, bis dann. Tschüss. Thinking of what's lost to you, but I don't wanna lose you.